Hallo Leute, hier ist Schotzmann. Ja, ich habe die Gascogne ausgepackt. Ich meine, das war das letzte oder vorletzte Gefecht. Witzigerweise war der Dennis im Gegnerteam. Der hat gerade ein bisschen Urlaub. Carolina, braucht man ja nichts mehr zu sagen. Flandre, lange Reload-Zeit, verrückte Secondary. Atago B, absolut krasses Gerät. Öland, gute Torpedos, schnell nachladen, flinke Aale. Split, schöner Gun-DD. Kann man auch nichts viel zu sagen. Wir haben Amagi, Amalfi, Kit, auch eine Öland und U-Boote, also keine DDs drin. Ja, was kann ich sagen zur Gascogne? Ich habe sie jetzt wirklich ein paar Mal gefahren und ich muss sagen, mir macht sie wirklich Spaß. Also, mir macht sie wirklich Spaß. Wäre natürlich schön, wenn sie einen Turm mehr hätte, aber 28 Sekunden Reload, du hast 63 mm Pen. Das auf der Tierstufe ganz gut, weil du nicht so viele Durchschläge hast, besonders mit den ganzen leichten Kreuzern, die jetzt im Game sind. Und wenn ihr Low-Tier seid, habt ihr einfach die Möglichkeit mit eurem Moto-Boost. Ihr habt jetzt ja 8 und dann strammes Tempo, also 18% Geschwindigkeit. Ich meine, ihr schafft fast 40 Knoten mit dem Ding. Wenn ihr Philippe Abonneau drauf habt und 2 Millionen potenziellen Schaden, was ihr relativ schnell zusammenbekommt, wenn ihr Lotier-Schlachtschiff seid, dann bekommt ihr wirklich schnell 2 Millionen potenziellen Schaden zusammen. Mein Gott, heute knallt das aber wirklich im Kopf. Ist das ganz gut. Ihr habt relativ hohe Reichweite von fast 24 Kilometern. Ihr habt noch einen Flieger mit. Also ihr könnt auch ein bisschen snipen. Das ist ganz okay. Die Panzerung von dem Ding ist trollig manchmal. Auch wenn ihr gut angewinkelt seid, manchmal schlägt was durch, manchmal nicht. Keine Ahnung. Die Secondary ist ganz okay. Ich habe sie einmal auf Secondary gespielt. Das war eine absolute Katastrophe. Wenn ihr an Inseln steht, kommt ihr gut rüber mit eurer Secondary. Das ist okay. Aber ihr habt keinen guten Tarnwert. 13,2 ist jetzt nicht der Brüller. Muss man auch wirklich zugeben. Aber das ist ja schon der Dennis. aber ihr habt einfach eine krasse Geschwindigkeit. Ihr seht es ja, fast 40 Knoten seid ihr schnell. Wenn ihr jetzt nochmal Philipp raufhaut, da könnt ihr wirklich schön Positionenwechsel betreiben. Das ist wirklich herrlich. Die HE ist auch gut. Auf Long Range könnt ihr gut eure HE benutzen. Und auf Mid Range und Close Range benutzt ihr einfach die AP. Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem Schiff. Ich habe es ja umsonst bekommen. Aus den Kisten. Ich meine, das hatte man, glaube ich, auch an meinem Container Opening Video gesehen, wo ich da 500 Container gesammelt habe. Das war recht witzig. Und die Stärke ist halt mit diesem Schiff, dass ihr gut manövrieren könnt. Ne? Vorwärts, rückwärts. Ihr könnt hier auch gefühlt so eine Chicago-Wende hinlegen. Ja, schon mal ein Feuerchen gemacht. Wollen wir mal schauen. So, Öland ist hier. U-Boot macht sich auf den Weg in meine Richtung. Das empfinde ich als sehr störend. Aber was soll's, ich bin wieder auf. Meine Öland kriegt richtig schön Geschenke. Aber die Franzosen-HE ist auch wirklich giftig gegenüber Zerstörer, wenn du dann triffst, ne? Auch schon mal ein Brand, ein Ausfall. Erd repariert. Meine Öland versucht zuzugehen, schießt nicht mehr. Kassiert aber leider zu viel Schaden. Die Carolina kommt drüber. Ich will mal gucken, ob ich sie nochmal anzünden kann. Aber ein bisschen zu niedrig gezielt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie eindreht. Ja, macht sie auch, wenn ich so auf die Minimap gucke. Die Gegner Öland nimmt A wieder ein. Oh, das war 5-3, war okay. Oh, U-Boot Ping. Ich bin auf. Das ist U-Boot. Hoffe, dass das U-Boot eindreht. Der Schlingel will natürlich abtauchen.
Ich ziele nochmal aus Spaß und die Schütze haben nicht getroffen. Dieser Skill ist für französische Schlachtschiffe oder allgemein für Nahkampfschlachtschiffe echt gut, kann ich nur empfehlen. Mit Adrenalinrausch und dem ganzen Quatsch macht das nachher richtig Sinn. Ich habe jetzt leider AP drin. Ich versuche nochmal auf das Opo zu schießen. Ich muss mich anwinkeln. Meine Secondary hat die Öllampe wieder angezündet. Umgeladen auf HE. Öllampe hat leicht abgebremst und. Uiuiuiuiuiuiui. Ah, leider geht sie jetzt zu. Ich kann aber meine Öllampe verstehen, dass sie keine Lust mehr hat daran. Ich weiß nicht, warum ich hier geschossen habe. Ich habe gehofft, dass die Öllampe nochmal aufgeht, aber. Ne. Ich schmeiße einfach nochmal einen U-Boot-Schlag raus. Irgendwas brennt immer noch. Ja, die Öland müsste ja noch brennen. Wir haben schon 4 Brände, 4 Ausfälle. U-Boot versucht abzuhauen. Ich habe Rückwärtsgang drin. U-Boot fährt auch rückwärts. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Torpedos kommen, ja. Carolina kommt und da kommt die Öland raus. Das muss natürlich belohnt werden. Hat sie gut gemacht. Carolina hat mein U-Boot rausgenommen. Eieiei. Philipp hat getriggert, also meine Ladezeit wurde nochmal verringert. Mit dem Skill muss man gleich mal sehen. Wenn die Carolina im Anflug ist. Oh, strammes Tempo, bin wieder zu. Ja. Punkte technisch im Vorteil, Cap technisch gleich wieder im Vorteil. Da kommt die Split. Die jagt unsere Kit, aber ich weiß nicht. Split ist ein guter DD, aber die Kit ist auch ein guter Gun-DD. Ne? Die darf man natürlich nicht unterschätzen. 2 Kills, 41.000 Schaden, ist jetzt nicht der Burner, aber trotzdem fand ich diese Runde ganz witzig. Atago hat unser Amagi rausgenommen, das ist sehr unvorteilhaft. Okay, jetzt haben wir hier nochmal 10%. Jetzt die Nachladezeit auf 23% runter, wenn ihr Adrenalinrausch noch drin habt. Macht das auch sehr, sehr viel Spaß, weil ihr einfach Damage rauskommt. Der Schlingel hat einfach abgebremst. Und jetzt habe ich beinahe einen Fehler gemacht. Ich mache Modo-Boost rein. Ich sehe, dass die Carolina aufmacht. Ich bremse ab. Wir gucken, was er vorhat. Meine Öland ist in Lauerstellung. Aber das muss er irgendwie gerochen haben. Jetzt macht er wieder zu. Ich dachte, will der mich rammen? Auf 3. Ah, nein. Ich habe, wie gesagt, den Motobus. Meine Secondary hat jetzt nicht viel gebracht. Ich dachte, der Vogel will mich rammen. Nee, aber Gott sei Dank lenkt er ein. Ich bin halt, wie gesagt, flexibel mit dem Motoboost. Das ist sehr praktisch. Nochmal für fast 10. Nochmal für 15. Zack. Meine Secondary arbeitet. Aber wie im Nahkampf mit einer Carolina, das kann auch schnell nach hinten losgehen. Ja, Öland hat sich den Kill geschnappt. Jetzt muss ich gucken, alte Position vom DD ist in meine Richtung. Ich bin auf, also ist die Hoffi ist hier auf dem Weg in meine Richtung. Dort sehe ich Nebel an der Insel. Ich habe aber keinen Bock auf Torpedos, also bremse ich lieber mal ab. Ich war die ganze Zeit auf. Meine Öland ist aus dem Cap gefahren, keine Ahnung warum. Da kommen die sowieso. Oh, Gott sei Dank. Ja, Brandwahrscheinlichkeit wurde nochmal. Ich kriege natürlich voll einen rein hier. Denke ich, aber schönen Dank auch.
Kit hat aber keine Chance gegen Split, die war halt schon richtig low HP. Aber eine Full Life Split und eine Full Life Kit, das kann schon ein interessanter Gunfight werden. Ich fahre einfach mal weiter. Ich schmeiß, glaube ich, gleich noch den Flieger raus. Manche haben ja ihre Flak nicht an. Ich bin auf. Ich will den Cap hier nicht aufgeben. Ich könnte natürlich jetzt einfach wegdrehen und abhauen. Aber ich habe keinen Bock, weil der Punktestand ist halt noch sehr knapp. Wir haben zwar jetzt gleich drei Caps, aber ihr wisst, im Rank kann das ganz schnell sich ändern. Ne? Gewonnene Spiele sind auch ganz schnell wieder verloren. Die Split ladet aber sehr schnell nach mit ihren Torpedos. Ich war mir sicher, also mein Bauch hat mir gesagt, hier links von der Insel muss er irgendwo umschwimmen. Ich bremse nochmal ab. Amalfi hat die Atago rausgenommen. Ja, und jetzt ist eigentlich relativ safe. Aber wie gesagt, du mit dem Zerstörer kannst du immer nochmal die Runde reißen. Ah, da schießt er. Das war ein Fehler. Das war einfach von mir ein Fehler. Ich habe zwar jetzt nochmal zwei Treffer gemacht, aber ich hätte blind bleiben sollen. War meiner Meinung nach ein Fehler. Nicht, weil ich jetzt den Brand habe, sondern damit ich mich früher an den Nebel ranpirschen kann. Ich bin jetzt zu. Ich drehe meine Türme Richtung Nebel. Und warte jetzt, dass Hoffi hier rauskommt. Oder dass Hoffi anfängt rückwärts zu fahren und diese Insel hier benutzt, um wieder abzuhauen. Ne? Ist eine gut 8 Minuten Spielzeit noch, aber wir haben zu viele Punkte. Aber Hoffi ist der Typ mit dem Messer im Mund und war jetzt der Meinung, nochmal rauszufahren. Um ein wenig zu spoilern. Aber man weiß ja nicht, die Split ladet schnell nach mit ihren Torpedos. Ich muss Hoffi wohl irgendwie auch überrascht haben. Ja, er war noch gar nicht mal in meine Richtung gezielt. Das kann nämlich auch nach hinten losgehen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. So, ich hoffe, dass die Gefechtsauswertung funktioniert. Und? Nein. Ach, schade. Ja, Gascogne. Wie gesagt, ich mag dieses Schiff sehr gerne. Mir macht sie Spaß. Sie ist schnell, gut gepanzert. Die Kanonen sind ein bisschen wenig, aber der Motorboost macht das einfach. Und wie gesagt, wenn ihr Lothier seid und ihr habt Philippe Avignon drauf, die 2 Millionen potenziellen Schaden habt ihr locker drin. Alles klar. Ich wünsche euch viel Glück bei euren Rankgefechten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Aufnahme beenden. Ja.